Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amersreiter. Viel Spaß! So, jetzt wollen wir dieses letzte Rätsel einmal ohne die Tasten auflösen. Natürlich könnt ihr es auf den Tasten auch nachspielen, aber erstmal wollen wir es ohne die Tasten versuchen, nämlich indem wir unser inneres Gehör einschalten und versuchen, das Ganze nachzusingen, nachzusummen oder nachzupfeifen. Ich beginne mal mit der ersten Passage. Na, habt ihr es schon erkannt? Ich verrate es jetzt noch nicht. Aber wie bin ich jetzt vorgegangen? Ich habe mir einen Ton als Grundton gesucht, von dem aus beginne ich. Ihr seht, es geht auch mit jedem anderen Grundton. Zum Singen möchte ich es gerne ein bisschen tiefer haben. Also beginne ich bei. Wenn ich dann meinen Grundton gefunden habe, beginnt mein Lied mit einem kleinen Sprung. Den Ton, den ich gerade mitgesummt habe, den muss ich allerdings auslassen. Also ich singe nicht, sondern. Dann geht's ja wieder der Reihe nach. Und hier kommt wieder der Sprung nach unten. Das heißt, diesen Ton muss ich mir merken. Da sind jeweils ausgelassene Töne drin. Also. Habt ihr es mitgekriegt? Ich habe ganz leicht den Ton mit angesummt. Ja, jetzt nochmal ohne die Zwischentöne. Dann zurück zu diesem Ton. Nochmal zurück zu diesem Ausgangston. Sprung, Sprung. Jetzt wieder einen Ton runter. Sprung, Sprung. Also worauf kommt es an? Ich muss mir meinen Grundton zum einen gut merken und immer die Töne, bei denen ich rauskomme, manchmal sind die wichtig für das Weiterkommen. Hier an dieser Stelle reicht es mir, den Grundton zu merken, weil es beginnt ja dreimal wieder auf dem Grundton. Aber hier ist es gut, wenn ich mir diesen Ton gemerkt habe. Und vor allem hier merke ich mir den Schlusston dieser Zeile. Denn wenn ich dann einen Ton aufwärts klettere, habe ich den Anfangston für die nächste Zeile. Ihr seht, ich kann also aus jedem Ton durch meine Abstände den nächsten Ton herleiten. Ganz egal, ob ich rauf oder runter singe und ob ich Schritte oder Sprünge habe. So, jetzt dürft ihr das selber auch nochmal probieren. Viel Spaß!